Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich nenne es einfach mal Zwischenprojekt, weil ihr wolltet mal wieder etwas anderes wie Let's Play Minecraft haben. Und ja, da dachte ich mir gleich, ja, wie wäre es eigentlich mit Skyblock? Aber nicht das normale Skyblock, nämlich Skyblock Plus, so gesagt. Das heißt, wir haben hier, also jeder kennt Skyblock, hier ist auch normal ein bisschen kleiner, ist hier größer in dieser Map. Jeder kennt ja Skyblock mit der Kiste, mit dem Starter-Set da drin, hier ein Bett. Habe ich extra dahin gemacht, weil wenn wir sollen sterben, dass wir nicht, weil dann spawnt man irgendwo ganz anders, deswegen brauchen wir hier ein Bett. Also, ja, brauchen wir. Dann haben wir da hinten noch mehr Skyblöcke, wie ihr sehen könnt. Einmal hier diesen Stein-Skyblock, wo die Kiste so schön twerkt da oben drauf. Dann haben wir da hinten einen Eis-Skyblock, dann haben wir da hinten einen Dschungel-Skyblock, dann haben wir da hinten einen Nether-Skyblock, einen Holz-Skyblock und einen Sand-Skyblock. Ja, also, ich finde diese Map hammergeil und ich dachte mir einfach so, komm, ich spiele sie mit euch, weil das ein bisschen länger geht, wie immer nur 10 Folgen, wo wir das alles erkunden müssen und so. Wir müssen ja auch in den Nether. Der Nether ist dann so gesagt das Ziel hier in Skyblock und alle, natürlich alle Skyblöcke hier erkunden, muss man gemacht haben und in den Nether gekommen sein. So. Ihr kennt ja die Spielregeln schon. Man holt sich einfach das Zeug hier raus, baut sich erstmal einen Cobblestone-Generator. Aber ich würde erstmal sagen, wir holen erstmal ein bisschen Holz. So, ich habe auch eine Spielregel gemacht hier, wie ihr sehen könnt. Hier, Spielregel wurde geändert. Das heißt, ihr wisst ja, ich falle gern herunter. Und so kann ich ruhig herunterfallen und verliere nichts. Ich meine, ist ja kein Hardcore. Wir sind ja hier im normalen Survival. Soll ja nicht Hardcore oder so sein. Das heißt, wir können ruhig unsere Sachen behalten, die wir ehrlich erworben haben. So. Gut, ich habe auch hier wieder einen Shader drin, einen Extrem-Shader von Syl des Violet Brand, Unbelievable Shader oder wie die Dinger heißen. So, wir bauen erstmal hier noch ein paar Setzdinger ab. Und es sind auch wieder Kisten versteckt, habe ich gehört. Also laut Beschreibung, Forum-Beschreibung, sollen Kisten überall versteckt sein, auch in den Blöcken innen drin. Also es ist wirklich sehr interessant, diese Enchanted Maps sind wirklich sehr interessant. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt auch. Also, ja, mir gefällt's. Bis jetzt. So. Na komm. Immer diese Blätter, die da übrig noch sind. Ah, komm. Ja. Es funktioniert noch. So. Dann haben wir jetzt hier erstmal ein paar Setzlinge. Die Setzlinge setzen wir später wieder in eine, so gesagt, in eine kleine Baumplantage rein. Dann holen wir jetzt das Holz, verarbeiten es erstmal und bauen uns daraus eine kleine. Ich bin so dumm. Eine Werkbank. So, die setzen wir da mal hier hin. Gut. Gut, dann erstmal ein bisschen überlegen. Am besten mal hier eine Steinspitzhacke zu bauen. Ich finde es auch cool, dass da schon Steine drin waren am Anfang. Finde ich sehr geil. Diese Plus-Maps sind immer besser. Wie die normalen Maps. Ich meine. Ja, aber ich nenne es einfach Skyblock Staffel 3. Normal wäre ja Staffel 3 erst 2017 gekommen, aber es kommt jetzt schon 2016, weil mir einfach nichts eingefallen ist. So, knapp bei Kasse hier. Gut, dann ein Cobblestone-Generator. Wir kannten es noch von damals, wir wussten nie, wie man so ein Ding baut. Aber ich würde erstmal sagen, wir kürzen. Oder nee, muss man kürzen? Ich weiß nicht, wie viel ich brauche für meinen Cobblestone-Generator. Deswegen kürzen wir erstmal einen Skyblock. Machen wir erstmal hier. Am besten mit einer Schaufel. Holzschaufel, weil sonst haben wir nicht, ja, nicht genug Holz. Es waren 31 oder 32 Stück drin. Und ich spiele auch übrigens mit den Specs pur BD Craft Texture Pack für die 1.8. Ja, ich spiele in der 1.8 mit Shadern. Wie man unschwer erkennen kann hier. Oh, ist eine Kiste? Ach, Setzlinge. Geil. Setzlinge. Nice. Da haben wir schon gleich eine Kiste gefunden. Ey, ich liebe diese Map, Leute. Ich liebe einfach diese Map. Hammer, nice. So. Es sind bestimmt noch viel mehr Kisten irgendwo. Das wette ich. Weil wir hatten schon mal so eine Map, so eine Plus-Map, wo auch zwei Kisten im ersten Skyblock versteckt waren. Einmal waren es, glaube ich, zwei Diamanten und auch Setzlinge waren es, glaube ich, wie hier. Aber es ist nicht genau die gleiche Map. Es ist die gleiche Map, aber sie wurde eben geupdatet, so gesagt. Das ist die Map, wo wir vor einem Jahr schon mal gespielt hatten, aber das ist einfach nochmal so gesagt, die ist erweitert worden. Das heißt, da hinten sind neue Skyblöcke hinzugekommen. Normal war ja immer nur der Holzblock, glaube ich, und der Sandblock. Und jetzt sind noch viel mehr dazugekommen. Finde ich einfach geil. So, das Bett bauen wir noch nicht ab, weil es muss erst Nacht werden dafür. Und das Kirchenmauer abbauen.
So, erstmal jetzt mit der Hand ein bisschen kloppen hier, bis der Fingernagel blutet. So, und fall uns diesmal bitte nicht runter. Dankeschön. Und ich möchte euch jetzt nicht ausprobieren und die Laufanimation ist gar nicht mehr da. Man läuft einfach nur. Hm. Okay, ist wohl irgendein Bug von der 1.8, aber ist ja scheißegal. So, jetzt haben wir hier 52 Erde, haben wir jetzt hier. So, die können wir jetzt hier schön platzieren. Mann, ich rutsche immer auf dieser scheiß Shift-Taste aus. Bis es Bumm macht. So. Können wir das jetzt schön ein bisschen erweitern. Und ich möchte vielleicht auch eine Monsterfalle bauen, weil es soll auch in einer Kiste ein schon fertiger Spawner irgendwo drin sein. Laut. Also ich habe die Beschreibung und die Regeln durchgelesen. Ja. Wenn man Multiplayer macht, soll man halt eben sich, ja, wenn man Multiplayer gibt es extra Maps, da hat man dann zwei Blöcke, wo man nebeneinander hat und das finde ich auch irgendwie geil. Multiplayer hat leider nicht funktioniert, weil, ihr wisst ja, die Zeit muss stimmen. Ja, bei mir funktioniert eh in letzter Zeit gar nichts, deswegen sorry nochmal, dass ein Tag jetzt wieder kein Video kam. Ich habe einfach so viel zu tun in letzter Zeit, wegen dem ganzen Praktikum und so hier. Ja, und die Holzschaufel können wir einfach mal wegwerfen. So, gut, jetzt haben wir hier schon ein bisschen erweitert. Und können auch jetzt hier unser Cobblestone-Generator bauen. So, Sashi, jetzt bitte nachdenken, wie baut man jetzt nochmal einen Cobblestone-Generator? Kein Bock, jetzt hier einen Schnitt reinzumachen. Und mein Handy liegt auch gerade am Laden, auf dem Nachtschenkelchen hinten. Das heißt, wir machen einfach mal so. Das war, glaube ich, einmal dann so. Dann, hier lassen wir ein Loch frei. Dann machen wir das so und so. Und unten drunter können wir eigentlich aus Erde bauen. Fällt mir gerade so ein. Also fällt mir nur ein, liebe Freunde. Dass man unten drunter eigentlich aus Erde bauen kann. Bis wir mal richtig Cobblestone hier haben. Was ist denn das hier wieder für ein Bug? Und es wird Nacht. Das ist gut. Dann gehe ich erstmal pennen. Dann kannst du nur nachts schlafen. Wo ist denn die Sonne? Warum verschwindet der Himmel, wenn ich hochgucke? Lol. Okay, mega Fail. Dann bauen wir jetzt noch hier, würde ich sagen. Nee, warte mal. Wo war denn das nochmal mit dem. Mit dem Loch? Ich glaube, das war so, oder? Kann ja nur so gewesen sein. So, dann machen wir hier das Wasser rein. Einmal. Und die Lava. Ja, ist jetzt richtig? Ich glaube schon. Wenn wir jetzt hier ein Loch machen und hier noch einmal ein Loch, dann kommt immer wieder Cobblestone, oder? Oh mein Gott, Leute, wir haben endlich hingekriegt, einen Cobblestone-Generator ohne Anleitung zu bauen. Was eine Revolution. Was eine Revolution für mich. Normal, ihr wisst ja, der meinen Kanal schon lange verfolgt, dass man immer, ich habe immer so viele Tutorials geguckt dafür. Habe extra immer einen Schnitt reingemacht. Ah. Gott. Ich habe endlich hingekriegt. So, erstmal ein paar Cobblestones hier holen. Oder ich würde sagen, erstmal pennen gehen. So, jetzt können wir auch hier das Bett wieder abbauen. So. Und so. Und so. Tapp. Genacht. Ganz viele Erfolge in der Liste. Und was soll das denn jetzt? Da müssen wir aufpassen, dass der Schlingel hier nicht Obsidian macht. Wenn hole ich einfach... Ach, wir holen einfach einen Wassereimer und machen den nochmal rein. Dann ist wenigstens kein ursprünglicher Eisblock, liebe Freunde. Das Item wurde jetzt geändert als Wasser. So, gut. Den Eimer können wir auch, glaube ich, behalten. Wir bauen erstmal noch schnell eine Kiste. 22 Steine dürften jetzt erstmal reichen. Für den Anfang, ich meine, die Folge geht eh jetzt nur 15 Minuten, die Skyblock-Folgen, weil viel machen kann man ja hier nicht, außer zu bauen und zu überleben. So, und ist... Bin jetzt auch mal ein bisschen am überlegen, den Eimer ist ja jetzt ein bisschen unnötig, ob man wirklich die Sachen behält. Ich hole einfach einen Eimer in die Hand und springe mal nach unten. So, mehr habe ich nicht. Und ihr seht, man hat den Eimer immer noch in der Hand. Das heißt, es kann jetzt nichts mehr passieren, liebe Freunde. Finde ich eine geile Idee. Wie lange es dieser, ja, dieser Code schon gibt, weiß ich schon nicht, dass man, also so Befehl ist das eben, dass man das Inventar nicht verliert für Leute wie ich, die gerne runterfallen oder gerne sterben. Da, es ist eigentlich gut. Es ist kein Cheat, liebe Freunde. Es ist kein Cheat. Es gehört nicht zu den Cheatcodes. Es hat einfach bei Befehlen gestanden. Befehlen 1.8 hat es gestanden. Und Cheat war wieder was anderes. Cheatcodes sind diese /gif Sascha so, ja, oder /gif Sashi LP 3354 zum Beispiel. Das ist ein Cheatcode, aber das ist kein Cheatcode, dass man das Inventar behält. Und meine Spitzhacke geht in den Stein rein. Guckt euch das mal an. Hier, Bildschirmhälfte hier neben. Lol. Okay. Nice, würde ich mal sagen. Dann holen wir noch ein bisschen Stein und ja, die Kiste.
Oder, nee, doch nicht die Kiste. Wir holen erstmal hier ein bisschen das hier raus. Und dann ein bisschen Holz. Dann ein paar Sticks. Ich habe wieder gerade gesplittet. Oh mein Gott. Einfach mal eine Steinaxt. So. Steinwerkzeuge werden wir auch immer gebrauchen, glaube ich jetzt. Weil ich glaube, man kann nicht anders wie... So, fällt niemand auf. Man kann, glaube ich, nicht anders wie Steine, weil da... Oh, da hinten, da doch das Eisen hier. Seht ihr, das Eisen in dem Steinblock. Da würde ich auch sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal hin zu dem Steinblock. Es Stein-Skyblock, sorry. Und gucken da einfach, was da los ist. So, jetzt die Setzlinge. Ja, die Setzling-Farm, liebe Freunde. Wir brauchen mal Erde. Und Erde finden wir bestimmt erst irgendwo da hinten oder da. Ich weiß nicht, wo die ganzen Blöcke sind. Vielleicht auch irgendwo noch eine Kiste versteckt mit Erde drin und so. Man weiß es nicht. Scheiß Eis. So, das können wir hier auch normal nochmal ausbessern hier. So. Dass hier ein bisschen schöner aussieht, nicht wie bei Hempels unterm Sofa hier. So, sieht auch schöner aus wie vorher jetzt. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an hier ein bisschen uns über die Schlucht zu hängen. Und fangen an mit unserem Einstiegshäuschen. So. Also unser Einstiegshäuschen kennt ihr ja, unser Häuschen, das wir immer am Anfang bauen. Das ist so ein kleines Steinhäuschen hier. Kennt ja jeder im Skyblock. So, dann komm mal hier. Warum spawnt das eigentlich immer so schnell? Das ist voll komisch. Naja. Mal ist es langsam, mal ist es schnell hier. Nein! Alter, du scheiß Block hier. Oh. Where I hate this block here. Mein Gott, ich hasse diesen Block. Ich hasse das, warum verbrennt es immer? Aber schon das Texture Pack geil. Habe ich extra geholt. Ist zwar nur 32 oder 64, weiß nicht, aber ist ja scheißegal. Sieht aber wenigstens cool aus. Und die Kiste, die tanzt für uns. Kannst ruhig weiter tanzen. Na los, tanz. Tanz für den Sashi. Nee. Gut, wir bauen einfach weiter Stein ab. Vergesst den Spaß, den ich gerade wieder gemacht habe. Nee. Na. Das ist ja hier wie ein Stierkampf. Verarsch mich nicht. Das verarscht uns, das Teil. Wirklich, Leute, ohne Scheiß, das Ding verarscht uns. Ich kann nur eins zu dem Dings hier sagen, auch wenn es jetzt vielleicht Urheberrechtsverletzung ist oder so. Naja, eher nicht, aber fick dich, du scheiß Eisblock. Mein Gott, geh sterben. Ich möchte hier einfach was abbauen. Das gibt es doch nicht. So, jetzt haben wir nochmal ein paar Stück gekriegt. Die verbauen wir jetzt noch, würde ich sagen, dann ist auch die Folge wieder vorbei. Na. Natürlich, wenn ihr ein anderes Texture Pack vorschlagen wollt, dann benutze ich es natürlich auch. Ihr könnt ja mal Texture Pack Vorschläge in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich die auch hier benutze. Und ja, schreibt einfach mal ein paar Vorschläge in die Kommentare. Hochauflösende werden bestimmt auch funktionieren. Zumindest dann mit niedrigen Shader. Obwohl, hier, ich meine, hier muss nicht viel geladen werden. Nur der Himmel und die paar Blöcke da. Aber ja gut, da haben wir auch jetzt schon den letzten Block verbaut. Ja. Dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist mit dieser Folge? Mit der ersten Folge Let's Play Minecraft Skyblock. Hier ist noch ein Block. So. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, wenn ja, lasst doch wie immer den Daumen nach oben da. Und da würde ich sagen, haut rein und... Bleibt gesund, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.